Hallo zusammen, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Fotografie-Abi. Ich wünsche euch natürlich allen ein gesundes neues Jahr, viel Glück und natürlich und vor allem viel Gesundheit für das Jahr 2018. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ja, hier nun mein erstes Video im Jahr 2018 und zwar möchte ich mich heute mal mit meinem ersten Eindruck von der Fotoqualität mit der A6500 auseinandersetzen. Dafür werden wir einfach in Lightroom ein paar Bilder zusammen entwickeln. Diese hänge ich natürlich dann wieder am Ende des Videos hinten dran in einer Diashow, sodass ihr die nochmal in Ruhe euch anschauen könnt. Ich habe jetzt noch nicht so viele Bilder mit der Kamera gemacht. Das Wetter war immer nicht so toll und es gab natürlich auch durch Weihnachten und ja, den Jahreswechsel an sich viele andere wichtige Dinge zu erledigen, als mit der Kamera jeden Tag durch die Gegend zu hetzen. Ich war auch arbeiten zwischen den Jahren, also ich hatte keinen Urlaub, ganz bewusst so gemacht, aber dadurch fehlt es dann natürlich einfach auch an Zeit. Aber trotzdem, am zweiten Weihnachtsfeiertag waren wir dann mal für eine halbe, dreiviertel Stunde spazieren und da war die Kamera mit, Licht war ganz nett und da habe ich ein paar Bilder gemacht, die habe ich schon vorsortiert in Lightroom und die werden wir jetzt einfach zusammen dann entwickeln und dann kann sich jeder seine eigene Meinung bilden zur Bildqualität. Einen Vergleich zwischen A6000 und 6500 werde ich irgendwann jetzt in Angriff nehmen, würde ich aber gerne draußen machen bei nicht den allerschlechtesten Lichtbedingungen, wenn es geht, und ein bisschen wärmer könnte es auch sein. Aber das ist auf jeden Fall, steht das ganz oben auf meinem Plan, auf meinen Planungen, meiner To-Do-Liste, die ich so machen möchte in naher Zukunft für euch und auch für mich, weil es mich ja selber natürlich auch interessiert. Die Fotos, die wir oder die ich gemacht habe mit der A6500, sind mit dem Valimax Pro 12mm respektive Samyang 12mm, sind ja die gleichen Objektive, und eben den SEL 35 f1.8 entstanden. Natürlich im manuellen Modus, aber jetzt auch nicht so pingelig und sonst irgendwie konfiguriert und eingestellt, sondern es waren mehr oder weniger schnelle Schnappschüsse, einfach weil wir spazieren waren, die Zeit dann auch nicht so gegeben war. Ja, ansonsten werden wir jetzt einfach ins Lightroom wechseln. Wir entwickeln die Bilder zusammen, ich hänge sie euch dann am Ende des Videos wieder an und wir sehen uns, hören uns in Lightroom. Bis dahin. Ja, willkommen zurück. Wie ihr seht, jetzt hier in Lightroom. Ich habe den Ordner schon geöffnet. Wir gehen jetzt direkt in den Entwickeln-Bereich. Ja, und hier haben wir das erste Foto. Aufnahmeeinstellungen, ISO 100. Blende lag immer zwischen 8 und 11. Weiß ich jetzt bei dem Bild nicht genau. Belichtungszeit ist 1/100. Und die Brennweite sind 12 mm. Einfach vom Valimax bzw. Samyang 12 mm. Festbrennweite. So, was mache ich als erstes? Natürlich die chromatischen Aberrationen entfernen, die Profilkorrekturen. Samyang auswählen. Gehen dann hier auf 12 mm, um die Entzerrung rauszubekommen. Dann stelle ich hier unten immer auf Kamerastandard. So. Belichtung passt soweit. Wir nehmen die Lichter runter. Die Tiefen etwas hoch. Klein wenig mehr Kontrast. Klarheit, da gibt es ja immer unterschiedliche Ansichten. Ich mag es nicht, wenn das zu weit nach oben gezogen wird. Dynamik und ein klein bisschen mehr Sättigung. Ja, und dann ist das Bild eigentlich von den Einstellungen her schon relativ gut entwickelt. Was halt sofort auffällt, ist, dass die A6500 gefühlt einem höheren Dynamikumfang hat im Vergleich zur A6000.
Wie gesagt, das nehme ich demnächst irgendwann, sobald das Wetter das erlaubt, in Angriff und werde beide Kameras testen. Immer mit demselben Objektiv am gleichen Standort. Gucken, ob ich das irgendwo hinbekomme ohne Stativ. Sonst müsste ich die Platte jedes Mal wechseln. Ich habe nur eine Platte zu meinem Stativ. Ist ein bisschen nachteilig. Eventuell mache ich das mit dem Gorillapod. Da habe ich zwei Platten. Mal sehen. Das kommt auf jeden Fall. Aber ich habe so, das ist so mein erster Eindruck, dass der Dynamikumfang hier wesentlich höher ist. Warum auch immer das so ist. Aber sei es drum. So, dann gehen wir in die HSL-Einstellungen. Werden das Orange ein wenig entschärfen. Gelb ein kleines bisschen. Grün. Und natürlich auch das Blau. Ich denke mal, so reicht das schon. Und dafür eben diese Farben in der Sättigung etwas erhöhen, nicht zu viel. So. Was man hier vielleicht noch machen könnte, jetzt wäre ein Verlaufsfilter von links nach rechts zu ziehen. Die Sonne stand hier auf der Seite. Sieht man hier auch im Bild. Aber es ist nichts ausgebrannt, es ist alles soweit okay und das Licht war einfach so. Von daher will ich da jetzt auch nicht weiter dran rumspielen. Lass das jetzt einfach so. Dann schärfe ich mal noch meine Standardeinstellungen. Wer meine Videos verfolgt, kennt die ja. Betrag meistens 80, Radius 0,7 und Details 35. Dann bei gedrückter Alt-Taste den Maskieren-Button ziehen, solange bis nur noch die Kanten quasi angezeigt werden. Und dann war es das schon. Schauen wir mal rein ins Bild. Ihr seht, da sind noch ein paar Bereiche, die etwas überbelichtet sind. Dafür nehme ich einfach das Weiß etwas zurück und die Lichter etwas runter. Irgendwie will es nicht so ganz, reicht nicht. Sieht man dann aber auf dem fertigen Bild quasi nicht mehr. Ja, und so würde ich das Bild jetzt einfach lassen. Reicht mir so. Um jetzt hier nicht jedes Bild einzeln zu entwickeln, kopiere ich natürlich wieder die Entwicklungseinstellungen. Und übernehmen die im Großen und Ganzen für die anderen Bilder. Das hier können wir mal noch machen. Will jetzt natürlich auch nicht alle Bilder ja jetzt mit euch zusammen entwickeln. Das würde den Rahmen des Videos dann doch etwas sprengen. Ja. Ist mir auffällt, ich habe irgendwie einen Sensorfleck der neuen Kamera oder auf dem Objektiv. Das muss ich mir mal anschauen. Und hier wohl auch. Ja. Nochmal reinschauen. Hier sieht man es nicht, ist verdeckt. Aber hier hatte ich es doch, glaube ich, auch gesehen. Genau. Das nehme ich mal noch raus hier. Und hier ebenfalls. So. Also steht an der neuen Kamera auch schon die erste Sensorreinigung an. Das Bild finde ich jetzt hier etwas zu dunkel, obwohl das Histogramm sagt, es ist so in Ordnung. Ich mache es aber trotzdem noch ein bisschen heller. In etwa so, ja. Genau. So, dann gucken wir mal hier. Einfach mal ins Blaue geschossen. Wie gesagt, es waren jetzt keine großartig eingestellten, voreingestellten Film- oder Fotoeinstellungen, sondern wirklich einfach um ein paar Bilder zu machen. Sind zwar alle im manuellen Modus entstanden, aber ist jetzt nichts Dramatisches und nichts Hochaufwendiges. Hier müssen wir das Blau etwas wieder zurückfahren. Das ist ein bisschen zu türkis. Das sieht dann so freundlicher aus. Das Bild könnte man jetzt noch zuschneiden, um diesen hässlichen Stromkasten hier aus dem Bild zu bekommen. Eventuell sogar von oben weg, weil machen wir auch so. Ja. Hier sind sicherlich Sensor oder Sonnenflares, genau. Das Bild lasse ich jetzt einfach mal so. Hier mal reinschauen. Hier setze ich mal zurück, damit ich das dann nicht mit exportiere.
Ja, das sieht gut aus. Also die Farben finde ich auf jeden Fall, sagte ich ja schon, kräftiger. Der Dynamikumfang gefällt mir im Großen und Ganzen etwas mehr als bei der A6000. Warum das so ist, weiß ich jetzt allerdings auch nicht. Weil, ja, der Sensor soll ja etwas überarbeitet sein. Vielleicht hat das damit schon was zu tun. So, das Bild hier vielleicht mal noch. Ist wieder der hässliche Sensorfleck. Und hier hängt er. So. Okay, das lassen wir weg. Hier habe ich dann mal mit der Play Memories App Digitalfilter ein bisschen rumgespielt. Damit muss ich mich aber noch ausgiebiger beschäftigen mit der App. Gerade was die Einstellung angeht. Dazu kommt sicherlich in naher Zukunft dann auch ein Video. Ja. Machen wir das hier mal noch. Bei nicht ganz so einfachen Lichtbedingungen. Den Weißabgleich etwas ankleiden, damit die Schwäne nicht so blau leuchten. Und ansonsten sieht das doch schon recht gut aus. So. Ja, machen wir das noch. Schneiden das Bild etwas zu. Und ist ebenfalls etwas wärmer. Und vielleicht den Schwan noch etwas heller setzen, aber das Zentrum des Radialfilters auf den Kopf. Das macht sich immer etwas besser. Aufpassen, dass man es nicht sieht. Ja. Gut. Eins vielleicht noch und dann. Ja, hier mal etwas mehr im Dunkeln. Mal gucken, was wir hier noch rausholen können. Ja. Also es dauert hier auch länger gefühlt, ehe das Farbrauschen einsetzt. Aber das kann jetzt einfach auch nur eine falsche Wahrnehmung sein, das weiß ich jetzt natürlich nicht. So. Und den Blaustich raus aus dem Bild. Gut, dann haben wir jetzt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bilder entwickelt. Die hänge ich euch an die Diashow dran. Ja, mein Fazit, oder was heißt ein Fazit? Mein erster Eindruck von der Kamera ist sehr, sehr gut. Was mir halt gefällt, ist die Wasserwaage. Das habe ich ja nur schon öfters gesagt. Das macht mir das Leben auf jeden Fall leichter. Was auch wesentlich besser ist, das ist mir jetzt über die Weihnachtsfeiertage beim Fotografieren aufgefallen, ist der Autofokus. Der funktioniert richtig gut, auch ja, nicht mehr so hellen, ja, Situationen, sage ich jetzt mal, also im Lowlight-Bereich. Objektive, wo ich mit der A6000 Schwierigkeiten hatte, überhaupt noch einen Fokus zu bekommen, funktionieren mit der A6500 besser. Nicht überragend, aber besser. Also man kann auch in dunkleren Situationen den Fokus noch gut holen, ehe dann irgendwann auch da das Pumpen losgeht. Ich denke mal, da machen sich die größere Anzahl der Fokuspunkte dann doch bemerkbar. Ansonsten habt ihr ja gerade gesehen, der Dynamikumfang macht den Eindruck, als wäre er ja höher. Man kann die Bilder stärker nachbelichten in der Nachbearbeitung. Ohne dass jetzt extrem viel Rauschen entsteht. Das könnte man ja jetzt noch korrigieren. Das Rauschen haben wir jetzt gar nicht gemacht. Rauschreduzierung. So vielleicht. Und das Farbrauschen noch etwas raus. Ja, und dann ist das ein super Bild, würde ich sagen. Also da hatte ich mit der A6000 mehr Schwierigkeiten. Das kann aber natürlich auch an der Aufnahmesituation liegen. Das kann ich jetzt so noch nicht beurteilen. Ansonsten, ich bin sehr angetan von der Kamera. Das als
erstes kleines Zwischenfazit. Ich werde sie natürlich weiter testen, werde versuchen, so viele Videos wie möglich dazu zu machen, da euch das Thema ja zu interessieren scheint. Ansonsten hoffe ich, der erste Eindruck ist bei euch ebenfalls so positiv wie bei mir. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und oder ein Abo. Und wie immer bleibt mir euch eine schöne Zeit zu wünschen. Wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal Fotografie-Abi. Denkt dran, die Bilder kommen jetzt noch hier hinten dran. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. When the time is right and I'm not alone, I will conquer this and bring you home. When this world has stopped and the breeze is up, when the time is right.